Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Satisfactory mit der Astra, dem Micha, dem Mike, dem Pont, dem Toledo. Einen wunderschönen. Hallihallo. Hallo. Grüße zusammen. So, ich baue gerade noch mal ein paar Schrauben und eigentlich denke ich mir, wir könnten das auch automatisieren, aber egal. Und nehme die gleich mal. Das hat eigentlich keinen Sinn, oder? Warte mal. Soll ich diese Produktion, die Fabrikatoren wieder abbauen? Oder lassen wir die hier stehen? Ne, ich nehme die mal wieder mit, Toledo, die wir eben aufgestellt haben, weil wir brauchen sie ja für den Moment hier nicht mehr, ne? Nee, eigentlich. Da sie eh nicht automatisiert liefen, halte ich das jetzt auch für bescheuert, das zu machen. Okay, das heißt, das passt. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt hier machen sollen. Was Professor Dr. Lenny sich hier überlegt hatte für seine Produktion, muss ich gestehen. Ich glaube, das ging einfach nur darum, dass er da unheimlich viel Eisen angezapft hat, weil wir ja so einen Plattenmangel hatten. Ja, ich vermute es. Ich nehme jetzt hier mal, ach komm, einfach alles. Alles mit, was geht, und bring das mal nach Hause, weil seine eine Kiste ist schon gut vollgelaufen. Und dann gucken wir gleich mal. Wo ist denn das Koks hingelaufen? Hier, bei mir. Es läuft noch. Ah, da. Es läuft noch und läuft okay, noch. Okay, perfekt. Dauert also noch, bis es angekommen ist. Ja. Ja, aber ist doch okay. Ich glaube, sobald es einmal da ist. Ja, sollte es hoffentlich lange, lange Zeit reichen. Sagen wir es mal so, ne? Also 8 Kohlekraftwerke sind 1200 Megawatt. Bringt nicht 1,075, also 600? Nee, 150, oder? Ich dachte 75 nur. Moment, wenn Sie nicht weiter wissen, gucken Sie ins Baumenü, weil steht da ja auch drin. 75, Entschuldigung, es sind 1050. Nein. 600. Ah ja, danke. Bitte. 600 Megawatt. Bei aktuell sowieso mit den Biomassegeneratoren 600, die wir produzieren. Ja, verdoppeln wir es quasi. Ja, wir brauchen halt nur nicht mehr so viel Biomasse, weil die Biomasse nur verbraucht wird, wenn wir über den Kohlekraftwerken liegen. Hallo, ja. Toledo. Hallo. Ah, Eisenplatte. Ah, okay. Der Strommast hat uns aufgehalten. So, guck mal. Hello. Hello. Der Lini. Hallo. Hallo. Der Aufnahmestörer. Lini. Das laut, ey. Lecko bello, ey. So, da hast du deine Steuern bärten lassen? Ja, habe ich auch. Deine Mutter, Junge. Ich habe übrigens drauf geantwortet. Hab ich ja gesehen. 2 Sekunden. Ja. Steuern ist durch. Alter, Film, ich hasse Steuern. Und wie viel Millionen musst du nachzahlen, weil deine Werkstatt so gut läuft? Nee, vorzahlen musst du doch, oder? Wenn, dann machst du doch jetzt schon die Steuer für 22, oder? Das war die Steuererklärung für 2020. Ah, okay. Bin immer doch ein Jahr schon. Ein Jahr hinterher ist man immer. Ich dachte, du musst doch schon Steuern vorauszahlen für 22. Ja, muss ich auch. Also ich musste letztes Jahr auf Grundlage von 2019 vorausbezahlen. Also das Vorjahr ist immer die Grundlage für die Vorauszahlung. Ah, okay. Also du zahlst sozusagen 2022 die Vorauszahlung, die sich auf 2020 berechnet hat. Oder wie? Ich habe jetzt einen Jahresabschluss gemacht für 2020. Ja. Also in 2021. Und daraufhin berechnet man die Vorauszahlung für das kommende Jahr, also für 22. Ja, also das, was Toledo gesagt hat, stimmt also. Also genau, du zahlst 22 die Steuern, die sich aus 20 berechnen. Genau. Vom Geschäftsjahr 20. Genau, voraus. Und wenn du natürlich 22 mehr verdienst als 20, dann hast du natürlich eine Nachzahlung, die Das wird dann nochmal anders gemacht, weil also ich muss jetzt, aufgrund, dass ich jetzt 20 abgegeben habe, muss ich
nachzahlen für 19, für 20 und zahle quasi auch nochmal voraus für 21, was aber irgendwie so einfach verrechnet wird. Und daraus ergibt sich dann die Vorauszahlung für das Jahr 21 im Jahr 22. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja, das ist wirklich scheiße. Oh, Sicherung durchgebrannt. Ja. Ich bin ein Sicherungszerstörer. Wer hat was gemacht? Toledo so, und ich nicht. So wie Paul Ja gesagt hat, war er das. Nein, ich weiß nicht. Ich habe nur Ja gesagt, weil ich doof bin. Was? Ja. Gesundheit. Aber genau. Jetzt haben wir ein Problem. Unser Miner läuft jetzt nicht mehr. Gut, aber die Kohle kommt immerhin an. Ja, aber die Kohle wird dann wieder unterbrochen. Also der Miner sollte eigentlich schnell genug wieder da laufen. Aber im Moment, die Produktion läuft doch schon wieder. Das jetzt läuft wieder, ja. Ah, okay. Wir sind nur einmal kurz kollabiert. Ja. Kollabiert? Die Biomasse ist leer gelaufen. Vermutlich. Schande. Ja. Schämt ihr euch gar nicht? Nee. Doch, überhaupt nicht. Bei dir sowieso nicht. Da. Wir bräuchten modulare Rahmen. Die produzieren wir noch nicht, ne? Nee, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja, ich vermute es. Dann werde ich die mal selber herstellen, diese 50 Stück, die wir brauchen. Ich habe mal eine Frage, Toledo. Ja. Ist die Kohle schon wieder stehen geblieben? Ja, und zwar da, wo du runtergesprungen bist. Obwohl es nicht sein kann. Ja, dann ist hier wahrscheinlich das Förderband schlecht verbunden. Das passiert leider manchmal, das ist echt ein bisschen komisch. Ja, also ich hab's gemerkt, das passiert vor allem dann, wenn ein Save war. Ja. Also wenn in dem Moment gespeichert wurde, wo du was gebaut hast. Naja. Und das kannst du, ich sag mal, auf deinem normalen Singleplayer-Spielstand relativ leicht mitkriegen, weil dann sagt er nämlich, Autosave beginnt in 10 und zählt's runter. Auf dem Server siehst du das nicht. Merkst du nur durch den Lag. Genau, aber dann ist schon gespeichert. Ja, ja. Und in der Zeit kurz vorher hat er aber schon schon angefangen zu schreiben. Wieder. Ja, dann reiß mal das Förderband danach weg. Gut, dass wir das abfahren gerade. Ja, deswegen gucke ich eigentlich immer, wenn ich was gebaut habe, ob das wirklich läuft. Kennt ihr das, wenn es euch irgendwo juckt und ihr nicht drankommt? Nee, so viel Körperumfang habe ich nicht. Nee, haben wir lange Arme im Gegensatz zu dir. Arschlöcher. Aber ich habe einen Zollstock, mit dem kann man sich unheimlich geil am Rücken kratzen. Ich hatte als Kind hatte ich mal einen Arm im Gips und habe dann angefangen, weil das irgendwann ja juckt, ne? Habe dann angefangen mit dem Lineal in dem Gips zu kratzen, bis das Lineal abgebrochen ist da drin. Das war, glaube ich, kacke dann, ne? Das war ein bisschen kacke, ja. Jungs, wir haben nicht mehr genug festen Biotreibstoff, damit wir unsere ganzen Biokraftstoff-Dinger hier versorgen können. Ich bin ja schon dabei, den muss mal einer mit der Kettensäge loslaufen. Ich wollte das nur kurz erwähnt haben. Weil ich halt ständig hier am der Dingsbumster-Konstruktor, der ist schon da ganz nett. Ich habe gerade nur die letzten 80 aus der Kiste genommen, um einen dieser beiden Lehren nochmal ansatzweise zu befüllen. Ja, wir arbeiten gerade drauf zu, dass die Kohle hochläuft. Ja, alles. Wir arbeiten an einer Lösung. Das klingt wie im Support. Ja, wir haben, ich weiß nicht, nach 5 Folgen oder sowas endlich das Förderband fertiggestellt, Lenny. Aber das ist natürlich endlos lang und am Anfang gab es ein Problem mit dem Förderband, warum die Kohle nicht die ganze Zeit mitgelaufen ist. Das ist kacke. Auf jeden Fall, wenn man jetzt auf den Stromgrafen guckt, sieht man jetzt, wie die Kohlekraftwerke immer schön an ausgehen, weil sie gerade anfangen, Kohle zu kriegen. Sehr gut. Ich glaube, die letzten zwei kann man erstmal stilllegen, weil hier keine Kohle ankommt. Ja, die gehen später.
Die kommen etwas später, weil vorne die müssen erst volllaufen, weil der Splitter macht immer halbe. Nein! Okay. So, das heißt, hier am ersten Kraftwerk laufen 60 Kohle pro Minute rein, am zweiten sind es noch 30 Kohle pro Minute, am dritten sind es noch 15 Kohle pro Minute. Mein Spiel ist abgestürzt. Oh nein. Ach nein. Doch. Und das nächste bekommt dann noch 7,5 und dann geht es weiter mit 3,75. Und ja, ich sehe es, die Vorletzte hat gerade was bekommen. Oh, sorry, liebe Leute, gab ganz kurz mal schwarz und weiß und hin und her und zurück an die Arbeit, effektiv und effektiv bleiben. Ja, das ist mal ein richtiger Tipp, ne? Wenn du nicht abstürzen würdest, wäre ich effektiv geblieben. Mann! Oh. Hallo? Ab auf die Strafbank mit dir. Ich habe 50 Rahmen hier gerade hergestellt und, ne? Oh nein, was haben wir denn für neue Gebäude? Produktion? Oh, wir können eine Gießerei jetzt. Ja, macht doch Sinn, die brauchen wir. Ja. So, oh, Mike, wie du jetzt siehst. Was? Aber da musst du Kohle für machen. Da brauchst du Kohle für, ne? Ja und? Ich wollte nur sagen, kommt ja gerade nicht so gut an, die Kohle. Ja, aber dein Kohlevorkommen, dein reines, schreddern wir ja momentan dekadent, wie wir sind. Ihr schreddert. Ihr seid schon. Ja, vor allem, das ist viel näher an den Kraftwerken dran. Da hätten wir nicht so ein kilometerlanges Förderband gebraucht. Deswegen habe ich das ja auch angeschlossen, aber auf mich hört ja keiner. Du, das ist. Warum sollte einer auf dich hören? Ja, das macht völlig gar keinen Sinn. Für mich macht das genau überhaupt gar keinen Sinn, auf dich zu hören. Warum auch? Das sagen die meisten Leute aber auch, dass das in der Regel auch stimmt. Besser nicht da drauf zu hören. Ja, und siehst du? Vor allem deine Auszubildenden, ne? Ja, der musste heute den ganzen Tag putzen. Oh, Weihnachtsputz. Die arme Sau. Das tut mir echt leid. Heißt denn arme Sau? Der muss doch jeder in seiner Lehre, oder? Ja, das stimmt. Ich kann ruhig wissen, wie es läuft. Ich hatte auch immer ein Jamba-Abo, wenn es darum ging, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Ich war in der Berufsschule, das Werkzeug auf der Firma ist kaputt gegangen. Ich war's. War gar nicht da. Ich war's. Siehst du? Ist auch so, oder nicht? Und, ist was aus dir geworden? Hm. Sagst du jetzt aber, okay. Hm. Man weiß es nicht. Kommt aus der Ecke. Ich äußere mich dazu jetzt nicht. Also Michi, willst du übrigens deinen Traktor verkaufen? Also deinen echten Traktor. Welchen? Such dir einen aus. Einen mit Frontlader. Ich hab nur einen Frontlader, den möchte ich gern behalten, wenn es geht. Achso, ja gut, dann hat sich das erledigt. Wie viele hast du denn bitte? Zwei. Für jeden Wochentag einen. Dann hätte er 7. Nee, so viel hat er nicht. Ich war schon bei ihm. 3. Das stimmt nicht. 3 waren es, genau. Zwei, 3. Bei kleiner, ein großer, ne? Genau. Wofür brauchst du denn einen Traktor mit Frontlader? Nein, ich brauch den gar nicht. Mein Nachbar sucht einen. Ah. Ich dachte, das Projekt großer Selbstversorgergarten 2.0 geht los. Oder wieder los? Ich hab meinen Holder heute verkauft. Entschuldigung, was? Mein Holder. Ein Achser. Kenn ich immer noch nicht, sorry. Ich schick den Link. Was ist ein Holder? So ein Achser mit einem Hänger hinten dran, das sitzt so vorne so auf der Sitzbank und das vorne so ein Gerät mit dem Lenkrad. Ne, ist kein Lenkrad, ist mehr so eine Harley. Lenkgabel, ja. Lenkgabel. Pass auf, ich schick dir gleich ein Bild. Ja. Du musst nur kurz bremsen. Wie, so. In Satisfactory musst du bremsen? Bin ich, der ist doch gar nicht in Satisfactory. Ich weiß, das war's ja. Das war ja da, der Wink. Ja. Mit der Kohle. Welche Kohle? Ah. Die vor dir liegt. Die Dame, die Herren, ich habe hinten auf unsere Plattform einen Schredder gesetzt und 2 Container. Wenn irgendwelche Produktionen volllaufen, können wir die dann da einfach schreddern, weil Kupferdraht und sowas haben wir so viel, oder überhaupt Draht. Lass ich jetzt mal ein bisschen was von gerade schreddern für ein paar Punkte, ne? Ja, mach das. Ja, wir brauchen die ja später eh und dann haben wir sie jetzt schon. Wir haben 15 druckbare Coupons, gleich 16. Dann geht's schon mal ganz gut los. So, Gieße. Ach, Alter, jetzt brauche ich wirklich diese Rahmen. Verstärkte Platten, ernsthaft.
dir einen Link geschickt im Discord. Ja, warte, das, jetzt will ich es nur mir ganz kurz angucken, damit ich... Die haben Post. Sowas hattest du? Habe ich noch. Ach, hast du noch? Wird erst nächste Woche abgeholt. Okay, das ist also quasi so ein Selbstfahrflug, ne? Beziehungsweise... Genau. Ja, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe den Wagen nicht dazu. Ich habe nur den Flug, eine Egge und eine Fräse dazu. Ja. Aber sowas ist das, ja. Okay, das ist ja ganz cool. Aber seitdem ich meinen Traktor habe, brauche ich das nicht mehr. Verständlich. Laufen die Kohlekraftwerke schon? Ja, aber noch nicht alle. Bin am Überlegen, einen Teil noch mal vom Stromnetz abzuklemmen, dass die einfach mal voll laufen. Ja, lass es doch einfach. Das ist alles gut. Regelt sich doch von alleine, wenn genug Kohle kommt. Wollte gerade sagen. Ich habe noch mal einen Teil abgeklemmt. 60 und 30. Aber das bringt ja gar nichts, weil die verbrauchen. Nee, bringt ja gar nichts. Die verbrauchen die Kohle ja trotzdem. Die verbrennen die ja auch, wenn sie nicht abgenommen wird. Hä? Warum kommt denn hier nichts an? Nur was bringen, wenn ich die jetzt ausschalte? Ach, jetzt wieder, na geil. Danke für nichts. Das heißt, hier noch einen Fabrikator hingesetzt. Bombayage, wo bist du? Da. Ich hasse diese MK1-Strommasken, ne? Wenn man sich einmal an die Zweier gewöhnt hat, will man die auch nicht mehr missen. Ja. Und die Dreier erst. Ja. Yeah. 10 oder 12? 10, ne? Ich glaube, 10 waren es. Und noch viel besser als die Strommasten sind die Wandbefestigungen. Ja, mit denen habe ich mich nur nicht so angefreundet. Doch, sobald du Gebäude hast, in dem deine Sachen stehen, ist das super. Alles unter die Decke gehängt und läufst durch kein Kabel mehr. So. Wir bauen jetzt modulare Rahmen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, sehr schön. Milestone Exchange concluded. Fixit Freighter Reentry complete. Der Frachter kommt zurück. Schon zurück, schon gelandet. Ich lasse mal die intelligenten Beschichtungen weiterbauen, ne? Aua. Mach das. Warum aua? Wer haut dich? Weiß ich nicht. Ich bin... Das nicht. Mike ist unschuldig? Glaube ich nicht. Mike kann nicht unschuldig sein. Doch, Mike ist nämlich gerade zur neuen Alten. Zur Fake neuen News. Alten. Was? Zu welcher neuen Alten bist du denn? Bei der von letzter Woche. Bei der Ex-Freundin oder was? Ah, Nena. Ich hab bei Nena. Nena? Ach, auf gar keinen Fall. Katerium. Wenn wir Katerium-Erz hätten, könnten wir Katerium noch lernen. Warte mal. Wir brauchen... Ich weiß, wo ein Vorkommen ist.
ein reines Vorkommen. Oh, Menno. Ja, wir brauchen auch das Katerium. 3, 2, 1. Ich auch. Hier, bei mir, bei den Kohlekraftwerken. Ich weiß, weil wenn wir das Katerium hätten... 3, 2, 1. Ja, 3, 2, 1, was denn? Risiko. 3, 2, 1. Was macht ihr denn schon wieder, Alter? Oh, Menno. Nix Gutes. Ach, die Spielkinder sind wieder unterwegs. 3, 2, 1. Ja, neidisch. Absolut. Weil dann können wir Richtung den MK2-Dinger nämlich gehen. Wir sollten das dann nochmal vorantreiben. Forcieren. Forcieren, korrekt. Na, guck mal, hier gibt's auch noch ein bisschen Katerium, ja. Das jetzt die Kohlekraftwerke. Ich habe jetzt so reihenweise mal ausgeschaltet, wenn sie voll waren mit den 100%. Und schalt die gleich alle wieder zu. Ja. Dass die unterbrechungsfrei laufen, dass das Stromnetz nicht so schwankt. Okay. Hypertubes oder lieber fortgeschrittene Stahlproduktion, damit wir Miner bekommen könnten? Schwierig. Also ich bin, glaube ich, eher für die Miner, weil Ressourcen brauchen wir, glaube ich, mehr, als dass wir jetzt uns auf Fortbewegung setzen sollten. Sehe ich ähnlich, deswegen habe ich das mal gemacht, aber kriegen wir leider auch nicht mehr diese Woche hin, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich auch gerne wie immer einen Däumchen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.